Erstmal, liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich herzlich willkommen für alle Nicht-Muslime. Das ist ja eigentlich das, was wir auch gerade vorhaben in den Hallen, dass jeder Muslim einen Nicht-Muslim mitbringt. Jetzt muss sich jeder, weil wir wollen ja den Menschen diese schöne Religion und diese Wahrheit, diesen einzigen Weg zum Paradies, wollen wir den Menschen vermitteln. Deswegen muss normalerweise jeder Muslim eine Verantwortung fühlen, einen Nicht-Muslim mitzunehmen oder einen Muslim halt, der diesen Zickzack-Kurs macht, ja? Die sogenannten Muslime. Alhamdulillah, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, Islam, um Islam gezeugt, Alhamdulillah. Und, aber das Thema habe ich eigentlich genannt, war Jesus Muslim oder Christ, Neuauflage, Alhamdulillah. Und es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade hier in Deutschland, wo wir es ja vor allen Dingen mit zwei großen Weltreligionen zu tun haben. Natürlich gibt es auch noch Anhänger anderer Weltreligionen. Aber die meisten Menschen, die sich einer Religion also zuordnen, sind entweder Muslime oder Christen. Sogenannte Christen und sogenannte Muslime. Und deswegen ist es ja wichtig, wenn wir sehen, dass beide Wege, sowohl der Islam als auch das Christentum von sich behaupten, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein, ist es sehr wichtig zu wissen, was ist der wahre Weg. Für den Nicht-Muslim ist es wichtig, also wir Muslime sind ja fest davon überzeugt, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Weil Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion wünscht als den Islam, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Aber das Christentum sagt von sich selber auch, wir sind der einzig wahre Weg zu Gott. Die sagen, wenn jemand nicht daran glaubt, dass Jesus für die Sünden von ihm gestorben ist, ist er verloren. Deswegen für uns Muslime ist es wichtig, dass wir eventuell Argumente kennenlernen und auch wissen, wie wir jemandem begegnen, der dieser Glaubensrichtung folgt und vielleicht jemanden einlädt. Vielleicht hat es schon mal an der Tür geklopft, ja. Oder vielleicht sieht man in der Straße welche, Jesus lebt und so weiter, die mit einem reden wollen. Dann hat man einige Informationen. Alhamdulillah, Jesus lebt auch. Alayhissalam, stimmt. Alhamdulillah. Und auf der anderen Seite natürlich für die Nicht-Muslime, dass man sich einfach mal Gedanken macht, bin ich Christ? Also der jeweilige Christ jetzt, weil meine Eltern Christen sind? Ich frage dann meistens immer die Frage, was bist du denn, evangelisch oder katholisch? Welche Richtung? Sagt jemand, ja, katholisch. Ach so. Ja, wie hast du dich dazu entschlossen, Katholik zu werden? Ist es eine rationale Entscheidung? Warum bist du nicht Protestant? Warum bist du nicht evangelisch? Vielleicht ist evangelisch ja richtig. Ja, nee, ich bin eigentlich nur Katholik, weil meine Eltern sind Katholiken. Aha. Aha. Das heißt, und früher haben übrigens die Katholiken gesagt, dass die Protestanten verloren sind, die Protestanten gesagt, dass die Katholiken verloren sind. Ja, heutzutage Dialog unter den Religionen, ja, kommen auf einmal alle ins Paradies. Aber gehen wir davon aus, was ist denn jetzt, wenn für den Katholik, wenn Protestanten oder wenn die Protestanten richtig wären, ja? Das heißt, man muss sich darüber bewusst sein, den Weg, den man geht, den Weg, der einen zum Paradies führen soll, den kann man sich nicht von anderen auswählen lassen, ohne rational darüber nachzudenken, was ist der wahre Weg. Und deswegen für uns als Muslime und auch für die Christen, es gibt ein Bindeglied sozusagen zwischen Islam und Christentum. Und das ist die Person des Christus. Jesus bzw. Isa im Arabischen. Und man sollte genau wissen, was dort geglaubt wird. Wir Muslime sagen, dass wir die Urchristen sind. Wir folgen der Religion des allmächtigen Gottes, Allah im Arabischen. Und dieser allmächtige Gott hat zu jeder Zeit, an jedem Ort oder hat auf der ganzen Welt, hat er Gesandte geschickt. Er hat Gesandte geschickt zu den Menschen für eine Botschaft, um eine Botschaft zu vermitteln. Und diese Botschaft ist, diene Gott allein. Diene dem Schöpfer. Liebe den Schöpfer. Lebe für den Schöpfer. Und
Diene nicht die Schöpfung an. Diene nicht die falschen Götter an. Sind das meine Worte? Das sind die Worte vom allmächtigen Gott im Koran. Allah sagt im Koran in Sure 16, Vers 36: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, dass sie den Menschen lehren: Diene Gott alleine. Diene dem allmächtigen Gott Allah alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Botschaft. Und wir sagen, dass alle Propheten, sei es Moses, sei es Abraham, sei es Jakob, sei es Josef, sei es Isa, also der Christus, sei es Mohammed, alayhi salam, Friede und Segen auf ihn allen, dass sie alle vom selben allmächtigen Gott mit dieser Botschaft kamen. Und wer dieser Botschaft folgt, lebt für den allmächtigen Gott, dient dem allmächtigen Gott, was wird er bekommen? Der wird in das Paradies gehen. Dem wird die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes zuteil. Und er wird in das Paradies gehen und dort für alle Ewigkeit leben. Und er wird dem Höllenfeuer entkommen. Und Allah sagt im Koran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Fa'innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Und dann wird euch der Lohn am jüngsten Tag zukommen, was du getan hast. Und dann sagt er: فَمَنْ زُحْزِي عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten geht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Der hat gewonnen. Und das ist der gewaltigste Gewinn. Eine Welt über unsere Vorstellungskraft. Und das ist das, wozu wir einladen. Hier auf dieser Welt lebst du 2, 3, 4, 5 Minuten, 5 Sekunden im Vergleich zu dem, was dort kommt. Noch mehr, der Prophet Sassim sagt, das diesseitige Leben gegen das Jenseits ist, als wenn man den Finger in den Ozean steckt. Das, was man am Finger hat von dem Wasser, ist das Diesseits und der Rest ist das Jenseits. La ilaha illallah. Jetzt, wenn man jemand sagt, ja, wir sind Muslime, wir glauben auch an Jesus. Wir behaupten sogar, wir sind die wahren Anhänger von Jesus, weil Jesus ist ein Muslim. Wie, Jesus ist ein Muslim? Hä? Wie, ihr Muslime seid doch die hier, die Rentner verhauen in Deutschland. Hä? Die Leute abziehen. Das sind doch die Muslime, die wir kennen, die Frauen zum Kopftuch zwingen. Welche Frau hier wurde zum Kopftuch gezwungen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Denn diese armen Frauen, diese Millionen von Frauen in Deutschland, die zum Kopftuch gezwungen werden, haben, wie viele Frauen mit Kopftuch kennen Sie denn, Frau Müller-Meyer-Schmitz? Hm? Wie viele kennen Sie denn? Wie viele persönliche Freundinnen haben Sie denn mit Kopftuch? Keine. Mit wie vielen haben Sie persönlich geredet, ob sie zum Kopftuch gezwungen wird? Keine. Aha, woher haben Sie das denn, dass die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden? Aus dem Fernsehen. Aha, da kriegt man die richtigen Informationen über den Islam. Aber okay, ja, man hat normalerweise zwei... Nee, Bruder, bitte. Guck mal, Klatschen ist sowieso nicht so eine islamische Eigenschaft. Aber okay, jedenfalls... Ja, das sind diese Bilder, wie Jesus Muslim, Islam, ist doch eine Religion. Hier in Deutschland werden die Moscheen gebaut und dort drüben sind die ganzen Kirchen am Brennen. Wo? Wo ist die Kirche am Brennen? Ich habe vor drei Tagen oder so eine Mail bekommen. Ja, hier in Deutschland, hier. Ihr seid die Flyer am Verteilen bei uns, bei euch in den Ländern sind die Kirchen am Rennen. Wo? Hör mal, wenn ein Christ in einem arabischen Land ohne Fliege ins Essen getan wird, dann steht die Navy und die Marines und die ganze UNO schon da vor der Tür. Subhanallah. Hier, Beispiel. Nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Ich will nicht sagen, ja klar, geh auf die christenlosen arabischen Länder, weil die Leute versuchen immer, die Wörter umzudrehen. Aber du siehst doch, sobald irgendwas passiert, überall in den Medien.
Tausende von Christen werden jedes Jahr in den arabischen Ländern abgeschlachtet. Wo sind die? Wo? Wenn einem was passiert, hier, wir haben es gehört, hier in der Türkei, ja, wurde ein christlicher Missionar aus Deutschland umgebracht. Stand überall in der Zeitung. Dann müssen ja die anderen Tausenden von Fällen ja auch in der Zeitung stehen, oder? Totaler Spaß. Und außerdem hat die türkische Regierung das befohlen, dass der umgebracht wird, oder waren das Einzeltäter? Und sind die Leute, die das gemacht haben, jetzt im Gefängnis? Oder haben die einen Ehrenpreis bekommen? In Deutschland werden so viele Menschen von Rechtsradikalen. Ist das die deutsche Regierung? Ist das die Mehrheit der Bevölkerung? Nee. Subhanallah. Wollte ich nur mal so kurz am Rande bringen. Jedenfalls, das sind die zwei Reaktionen, die wir meistens haben. Ja? Du erzählst etwas von Islam und du betonst, dass wir glauben, dass Jesus ein Muslim war. Denn was ist ein Muslim? Ein Muslim ist ein Gottergebener, jemand, der sich dem Willen Gottes unterwirft. Und Jesus war jemand, der sich dem Willen Gottes unterworfen hat. Wenn du das erzählst, du kriegst zwei Reaktionen. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an Jesus, eure Religion, Terroristen. Ja, das ist die erste Reaktion. Was sagen wir zu diesen Menschen? Zu diesen Menschen sagen wir, danke, dass du über meine Religion fragst. Aber ist falsch, was du da denkst. Und ich muss dir über meine Religion die Wahrheit sagen, denn Allah sagt im Koran, fürchtet Allah, wa qulu qawlan sadida, und sagt ein wahres Wort. Das heißt, wenn ich was Falsches sage über meine Religion, könnte ich bestraft werden. Übrigens, falls irgendwelche Nicht-Muslime hier sind, die von diesen ganzen Hasspredigern, nicht-muslimischen Hasspredigern, ja, einige Informationen bekommen haben von wegen, ja, bei den Muslimen gibt es Taqiyya. Taqiyya, ja, das heißt, die lügen dich an über ihre Religion und sagen, nee, das stimmt gar nicht und so, ja. Erstmal, Taqiyya ist erstmal bei Abu Sunnah wal Jamaa. Nur erlaubt in einem Fall, wo dir einer die Pistole an den Kopf hält. Glaubst du an Islam? Na, und im Herzen hast du den Iman, ja? Das ist die einzige Situation. Aber nicht, dass sich jemand fragt, ja, wie ist das eigentlich im Islam? Gibt es im Islam dies und das? Es gibt im Islam Kopftuchpflicht? Nein, nein. Das ist nicht erlaubt. Das ist Haram hoch tausend, ist das. Und wer das macht, hat eine Riesenlünde. Deswegen gebe ich dem Muslim auch direkt den Tipp, vorsichtig sein. Jedenfalls, das ist die erste Reaktion. Dann sagen wir, hier, ich muss dir die Wahrheit sagen, und selbst wenn ich die Wahrheit nicht sage, Alhamdulillah im Islam, wir haben Quellen, die unverändert sind. Das heißt, wenn ich dir das gesagt habe, du kannst nachschlagen, nachlesen, wir haben den Koran, kein Wort hat sich verändert, Alhamdulillah. Das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist derjenige, der sagt vielleicht zu dir, ja, wenn ihr an Jesus glaubt, wo ist euer Tannenbaum? Wo sind die Ostereier? Wo sind die Weihnachtsgeschenke? Was sagen wir zu dem? Wir sagen erstmal, der Weihnachtsmann hat nichts mit Christentum zu tun. Weil wir folgen ja der wahren Religion von Jesus. Und Jesus ist gar nicht im Winter geboren, sondern im Sommer. Ja, erste Sache. Und das Geburtsdatum von Jesus ist nur auf den 24. September. Dezember, ich bin schon lange kein Christ mehr. 24. Dezember gelegt worden. Aus welchem Grund? Weil dort ein gewisses Fest war. Von den Götzendienern der damaligen Zeit, da haben sie das Fest hingelegt. Dann Eier sammeln, Ostereier sammeln, kommt von wem? Kommt von den Germanen. Der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum, wo kommt der her? Von den Kelten. Die Kelten haben damals den Baum mit reingeschleppt in die Wohnung, haben den geschmückt, und der sollte dann der Wohnung Baraka geben. Hat das mit Christentum was zu tun? Nein. Und da wir die wahren Folger von Jesus sind, praktizieren wir diese Sache natürlich nicht. Das wäre die erste Sache. Der andere, der vielleicht etwas mehr Kenntnis hat, der sagt dann zu dir, ja, warte mal, aber im Islam, ihr seid beschnitten. Da sagen wir, ja klar, weil es steht in der Bibel, Lukas 2, Vers 21, Jesus war auch beschnitten. Und im Islam gibt es Polygamie, ja klar, weil es steht in der Bibel, 1. Könige 11, Vers 3. Und im Islam gibt es Todesstrafe, ja stimmt, steht auch im Neuen Testament, Matthäus 15, Vers 3. Aber die Frauen bei euch tragen Kopftuch, ja klar, steht auch in der Bibel, 1. Korinther 11, Vers 7. Und bei euch ist kein Schweinefleisch drauf. Ja, steht auch bei euch in der Bibel. Levitikus 11, Vers 7 auch. Moment. Das kann doch gar nicht sein. Das steht alles bei uns. Ja.
Ja, aber ihr betet mit dem Gesicht auf dem Boden. Weil viele Leute denken, das wären die Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Da sagen wir, ja, wir beten mit dem Gesicht auf dem Boden, wie unser Vorbild in der Bibel. Er ist da Jesus, Matthäus 26, Vers 39. Und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu Gott. Zu unserem Gott. Zu eurem Gott. Zum Gott aller Menschen. Zum allmächtigen Schöpfer. Jetzt frage ich, wer sind die besseren Christen? Hä? Die Muslime oder die, die so beten? Alhamdulillah, das nur dazu. Es könnte dann noch jemand sagen, ja, aber bei euch, da gibt es ja Zwangsheirat. Was sagen wir dazu? Wir sagen, stimmt. Gibt es bei uns. Bei den Muslimen gibt es aber nicht im Islam. Denn man darf den Islam nicht am Muslim messen. Ja? Weil das ist ein großer Fehler, den viele heutzutage machen. Ja, die Jugendlichen, die sind bestimmt so kriminell, ne? Weil die Muslime sind. Nee, nee, die sind so kriminell, weil die gar nicht wissen, was Islam ist. Das ist das Problem. Die meisten Menschen wissen es nicht. Das ist der Grund. Ja, und Integration hier. Die Menschen, ja, die können alle Deutsch so schlecht. So, sind das nur die Muslime? Wer arbeitet hier in einem Callcenter? Arbeitet in einem Callcenter? Eine Frau, du arbeitest im Callcenter. Okay. Du rufst bestimmt immer an, auch zu anderen Leuten. Ne? Sind das nur die Muslime, die kein Deutsch können? Hier, ich habe eben mit einem gesprochen, der arbeitet im Callcenter. Da gibt es Russen, die können kein Deutsch. Griechen, die können schlecht Deutsch. Italiener, die können schlecht Deutsch. Ja, aber die Muslime, die schlecht Deutsch sprechen, die können bestimmt kein Deutsch wegen Islam. Die sind so, die Muslime. Deswegen sind die so. Weil das ist so eine Religion. Ne? Ja, so denken einige. Subhanallah. Und Integration. Guck mal hier. Das ist nicht meine Worte, nicht, dass nachher die Türken beleidigt sind, wenn ich das jetzt sage. Und ich rede ja nicht für alle Deutschen. Ich rede jetzt für den, in der Kneipe von meiner Mutter an der Theke sitzt und sagt, der ganze Muslime, der Goebbels, der müsste nochmal 3 Monate zurückkommen. Für die rede ich jetzt. Ja? Von denen es Zehntausende in Deutschland gibt. Zehntausende. Und was jetzt sogar noch angeheizt wird, dass eine Moschee schon gebrannt hat. Die Kirchen brennen nicht in islamischen Ländern. In Deutschland brennen die Moscheen, mashallah. Und warte mal die Zeit ab. Warte noch ein paar Jahre Hetzkampagne ab. Die Muslime wollen uns alle von innen fressen, kommen dies, das. Ja? Warte mal die Zeit ab. Ja? Ich rede für diese Leute jetzt. Und er sagt dann zum Beispiel, ja, die Türken... Einmal hat mich einer getroffen im Aldi, ja? Hatte ich so eine schöne Form an, ne? Ja, sie wollen sich doch hier integrieren. Glaub mir, der weiß gar nicht, was Integration heißt. Integrieren? Vogel ist mein Name. Integrieren. Vogel! Jedenfalls. Ich muss das trinken. Das erzähle ich meiner Oma Else, dann bekommen sie aber Ärger. Jedenfalls, Integration. Die Türken, die haben sich hier nicht integriert. Integration, meine Herrschaften, ist ein zweiseitiger Prozess. Integration ist ein Geben und Nehmen. Wem man kein Gefühl gibt, sich integriert, wem man nicht willkommen heißt. Ja, und willkommen heißt nicht hier, wir haben das im Gesetz stehen, hier, bei uns im Buch, hier, Gleichberechtigung. Das ist etwas, was auch von den Herzen kommt. Ich will jetzt nicht nur die Deutschen kritisieren, ich kritisiere auch uns. Wir haben uns oft genug kritisiert. Wir machen große Fehler. Ich sage zu jedem Jugendlichen, der solche Sachen macht, Leute abzieht, scheiß so und so, sagt, ich benutze das Wort jetzt nur, um das nachzusagen, was diese Leute sagen. Brüder, das ist eine richtige, schlimme Sache, ist das. Und jeder soll sich hier benehmen und soll wissen, jedes Fehlverhalten von ihm geht auf den Islam zurück, subhanallah. Dass wir auch wach werden. Aber gehen wir zurück zur Integration. Zweiseitiger Prozess. Nicht nur etwas, was im Buch steht hier. Hallo, bei uns haben wir Gleichberechtigung. Ist etwas, was vom Herzen kommt. Ja? Wenn der türkische Arbeiter in seinem Kraftwerk arbeitet und wer von seinem Chef
werden 20 türkische Arbeiter alle nur Ahmed genannt oder Mehmet, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass der sich nicht willkommen fühlt. Und komischerweise, wenn du viele Leute fragst, die genau diesen Punkt bringen, ich rede nicht über alle Deutschen, sondern viele, die genau sagen, ja, die Türken, ja, dann sagen wir, dann waren die in der Türkei im Urlaub, sagen die, ach, so nette Menschen, Gastfreundschaft, Essen. Aha. Wieso kommst du mit den Türken da zurecht und mit Türken hier nicht zurück? Woran liegt das? Mal drüber nachdenken. Das sind dieselben Menschen, oder? Da können wir nur sagen, wenn du mit den Türken nicht zurechtkommst, die in Deutschland wohnen, dann ist das, was Deutschland aus den Türken gemacht hat. Chalas, wenn du damit nicht zurechtkommst. Ganz einfach. Das als Beispiel. Wie gesagt, um zurück zu dem Punkt zu kommen, wir haben gesagt, der eine weiß gar nicht, was das heißt, dann sagt vielleicht jemand, ja, Zwangsheirat, wir waren bei der Zwangsheirat. Und ich sage, Zwangsheirat gibt es unter den Muslimen, ist aber im Islam verboten. Denn der Prophet s.a.w. hat was gesagt? إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَمِرُّ. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, dann muss er sie fragen. Und deswegen sage ich jedem Vater hier, ja, der solche Gedanken im Kopf hat, du tust deiner Tochter keinen Gefallen und du tust dir keinen Gefallen und du wirst am jüngsten Tag gefragt werden, was du getan hast. Das nur dazu. Aber wo haben wir Zwangsheirat? In der Bibel. Ja, nicht wütend auf mich sein. Nicht wütend auf mich sein. Deuteronomium 25. Aber für Männer. Das heißt, der Mann, ja, wenn jemand verheiratet war, ja, und der Mann, der stirbt von der Frau, dann muss der Bruder diese Frau heiraten. Wenn er das nicht macht, dann muss er sich hinstellen und die Frau kommt an, vor allem Leuten, spuckt ihm ins Gesicht. Spuckt ihm ins Gesicht, ja. Zwangsheirat, ansonsten Strafe. An anderer Stelle, Deuteronomium 22, an anderer Stelle steht, ich kann kein Hebräisch, nur mir hat das jemand erzählt, der Hebräisch kann. Das steht, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, ja, dann muss der Mann dem Vater 50 Silberschekel geben und dann darf er sie ein Leben lang nicht mehr entlassen. Das ist in Deuteronomium 22, Kapitel 22, 22 bis 28. Das nur dazu. Ja, weil man kann immer so schön sagen, die Muslime. Ja? Nur wenn es dann zurückgeht, dann sagt man, der böse Vogel, dieser böse Pierre Vogel, der bringt die Sachen immer total aus dem Kontext raus. Kein Problem, guck doch mal nach hier, bitteschön. Wir haben die Verse genannt, nachlesen, nicht mich tadeln, sich selber tadeln. Und wenn man nicht mit dem zurechtkommt, was in der eigenen Bibel steht, dann muss man sich eine andere Religion suchen. Bring mir irgendwas vom Koran. Erzähl mir, der Prophet hat Aisha geheiratet, als sie jung war. Sag ich, Alhamdulillah. Das ist mein Prophet. Das ist der, an den ich glaube. Meinst du, du gibst mir eine neue Information über meinen Propheten? Sallallahu alaihi wasallam. Das nur dazu. Der Nächste sagt vielleicht, ja, aber bei euch im Islam, in Afghanistan, da dürfen die Frauen keine Lehrerin sein. Wir haben schon gesagt, wir reden über Islam, nicht über, was macht irgendjemand. Aber übrigens, hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht? Ich glaube, hier hat sich noch niemand Gedanken darüber gemacht, warum in Afghanistan es keine Schulen für Mädchen gab. Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht? Noch nie. Und das hat auch nie jemand gesagt, weil im Islam ist es ganz klar erlaubt, dass eine Frau ja lernen kann und Lehrerin sein kann. Nur es ist einfach so, dass die sich Gedanken gemacht haben, dass eines der ärmsten Länder der Welt, wo auf jeden Lehrer 100 Kinder kommen und die meisten Frauen sowieso später zu Hause sitzen, damit die Männer erstmal was mitkriegen und die Wirtschaft und alles wieder hochbringen können, dass erstmal nur die Männer zur Schule gehen. Das hört man natürlich nicht, worum es geht. Das heißt nicht, dass ich jetzt in Schutz nehmen will für andere Dinge. Aber es geht nur um den einen Punkt. Aber wie gesagt, im Islam kann die Frau Lehrerin sein. Bei euch im Islam kann die Frau keine Lehrerin sein? Doch. Du musst anders formulieren.
Die islamische Frau, die Muslimin, kann in Deutschland keine Lehrerin sein, wenn sie Islam praktiziert. Ja, haben wir gesehen. Oder? Oder? Haben wir gesehen, oder? Mit Kopftuch kann sie nicht in die Schule gehen. Aber die Nonne kann ruhig. Ist kein Problem, die kann ruhig in den Schulen unterrichten. Mashallah. Wenn das nicht Diskrimination ist, dann weiß ich nicht, was Diskrimination ist. Nein, wir sind die Besten, bei uns gibt es frei, was, was. Bitte schön, hier. Gibt es in Deutschland eine islamische Schule? Hä? Komisch, warum gibt es in Holland islamische Schulen, in England islamische Schulen, in den USA islamische Schulen, in Kanada islamische Schulen, warum? Subhanallah, seltsam, ne? Oder? Aber vielleicht liegt das auch an uns, weil sich hier leider keiner Gedanken darüber gemacht hat, wie er das machen kann. Aber im Islam kann die Frau Lehrerin sein. Und wer sich ein bisschen mit der islamischen Geschichte auskennt, der wird wissen, dass Aisha, radiallahu anha, die Frau des Propheten, die geliebte Frau des Propheten, die den Propheten geliebt hat, die mit ihm bis zum Ende geblieben ist, die die Religion nach dem Tod von ihm verteidigt hat, dass diese Frau 88 große Gelehrte des Islam ausgebildet hat. Und dass sie eine Spezialistin war in Mathematik zur damaligen Zeit und Medizin zur damaligen Zeit. Ha. Und wer sich ein bisschen auskennt, wird sehen, dass große Gelehrte wie Ibn Hajar al-Asqalani radiallahu anhu, rahimullah, dass die Frauen als Schuyukh hatten, dass damals viele Frauen gab in Hadith, die den Männern beigebracht haben. Natürlich nicht auf diese Art, ne? Klar, Cheka Cheka, sondern auf vernünftige Art und Weise. Aber subhanallah, das gibt es. Aber wo ist es verboten, dass die Frau Lehrerin ist? Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Dort steht Neues Testament. Dort steht, die Frau soll in Stille sein. Was heißt das? Mund halten. Ne? Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Und über einen Mann herrscht, erlaube ich auch nicht. Frau Merkel, Sie sind, okay, Sie sind bei der CDU, Frau Merkel. Aber okay, kein Problem. Das nur dazu, weil wie gesagt, so viele Vorurteile und wenn man dann jemandem erzählt, hier bitteschön, wird zurückgeschossen, ja, der Islam, dann ist auf einmal der Knockout. Ja, der Vogel, was der alles erzählt. Bitteschön, 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Kann man nachlesen. Aber der andere, der fragt sich vielleicht, jemand, der nicht nur Konter geben will, weil es gibt viele Menschen hier in Deutschland, wir haben jetzt ein bisschen die Sache schwarz gemacht, es gibt viele Menschen hier in Deutschland, wir haben es gerade wieder gesehen, Alhamdulillah, ein Mädchen Muslime geworden, gestern eine Frau Muslime geworden, davor eine ganze Familie zum Islam übergetreten, dann im Internet, einer wird Muslim, dann ruft einer an, wird Muslim, ihr habt das vielleicht gesehen im Internet, Subhanallah, war die Krönung, es wären sehr viele Leute Muslime, sehr viele Leute machen sich Gedanken. Und es gibt vielleicht Leute, die sich wirklich aufrichtige Gedanken machen. Was ist der Unterschied? Der sagt sich, wie kommt es, dass ihr diese Sachen wie Beschneidung, kein Schweinefleisch und so weiter, praktiziert und die stehen bei uns in der Bibel und wir praktizieren sie nicht und wir wissen nicht, dass ihr sie praktiziert. Das sind drei Fragen. Erste Frage, warum praktiziert ihr die? Zweite Frage, warum praktizieren wir die nicht, obwohl sie in der Bibel stehen? Und dritte Frage ist, warum wissen wir nicht, dass ihr die praktiziert? Warum man das nicht weiß, ist ganz einfach. Weil der Satan natürlich versuchen wird, die wahre Religion, ja, es gibt viele Religionen, jede Religion sagt, wir sind der wahre Weg. Der Satan wird natürlich versuchen, die wahre Religion in das falsche Licht zu stellen. Indem er die Folger dieser Religion, die Anhänger dieser Religion anheizt, schlechte Dinge zu tun, damit die sagen, ja, guck hier, die Muslime schlagen ihre Frauen und so. Ha. Und indem er das Bild des Islam verwischt. Insbesondere durch die Medien, beispielsweise. Insbesondere. Und deswegen weiß man nicht über Islam. Subhanallah, ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, in so einem Magazin, ich weiß nicht mehr genau, was das war, Stern oder Spiegel. Hör mal, da waren in einem Bericht so viele Fehler und Entstellungen drin, unglaublich. Unglaublich. Subhanallah. Unglaublich, dass sowas hier in die Zeitung kommt. Die Islamexperten. Oder dann bringt man irgendwelche Islamexperten vor, ja.
die absolut nichts mit Islam zu tun haben, ja, und dann ist klar, dann lernt man natürlich von Islam. Und unsere Schuld, die praktizierenden Muslime, dass wir uns keine Mühe geben, die Leute richtig zum Islam einzuladen. Das ist der erste Punkt. Wie gesagt, wir zeigen auch immer mit dem Finger auf uns. Zweite Stelle ist, warum praktiziert ihr das nicht? Woher kommt das? Was soll ich zuerst machen? Warum praktizieren wir das oder ihr nicht? Wir machen, warum praktiziert ihr das nicht? Also der Christ, warum praktiziert er es nicht? Woher will er die Bibel haben? Woher will er die Antwort haben? Bibel oder Koran? Machen wir erstmal aus der Bibel. In der Bibel steht, Matthäus 5, Vers 16, dass Jesus gesagt haben soll, Jesus soll gesagt haben laut Bibel, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz, das heißt, was die vorigen Propheten gebracht haben, Hände waschen, ne, bevor man betet, waschen und kein Schwein verlassen. Denkt nur nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu abrogieren, zu verändern. Ja? Denkt das nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um es zu verändern, sondern um zu vollenden. Aha. Komisch. Warum sagt denn jetzt jeder, ja, die Juden dürfen kein Schweinefleisch essen, steht im Alten Testament, aber die Christen nicht. Ja, woran liegt das? Dann sagt er, ja, okay, mit Schweinefleisch ist klar, früher gab es keine Kühlschränke und so. Hey. Aber in der Bibel steht nicht, ihr dürft kein Schweinefleisch essen, weil kein Kühlschrank ist da. Da steht, ihr dürft kein Schweinefleisch essen, weil es ein Spaltfuß ist, aber kein Wiederkäuer. Aber davor steht, der Hase ist ein Wiederkäuer. Jedenfalls, dann sagen wir ja, okay, was ist das für eine Begründung? Kein Kühlschrank. Als Adam die falsche Frucht gegessen hat vom falschen Baum, ja? Warum hat Gott ihn für diese Sünde aus dem Paradies herausgebracht? Warum? Wegen der Frucht? Die Frucht macht Gott nichts aus, sondern weil er ungehorsam war. Adam hätte auch nicht sagen können, ja, weißt du Gott, aber heute haben wir Kühlschränke für den Apfel. Subhanallah. Es geht um das Gehorsam. Wir sagen, okay, Schweinefleisch und so weiter, haben die Juden praktiziert. Jesus sagt, kein Gesetz wird sich ändern. Und dann sagt er noch, als richtige Drohung, und wer auch nur das kleinste Gesetz verändert, und sagt er es in Folge von ihm, wer auch nur das kleinste Gesetz ändert, laut Bibel, der wird der Kleinste genannt werden, vom Himmelreich aus. Sinngemäße Übersetzung. Der Kleinste, wer nur ein einziges Gesetz verändert, wird der Kleinste sein. Jesus. Jetzt schlagen wir ein paar Kapitel weiter, dann kommen wir zu den Briefen vom Apostel Paulus. Wir fragen, Schweinefleisch essen, wer hat gesagt, kann man ruhig? Paulus. Gebet, so, so, was nachher kam. Und so weiter und so fort. Schweinefleisch, Gebetswaschung, diese ganzen Sachen. Alles abschaffen. Paulus, 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 Paulus. Alles. Er sagt, laut seinem Buch, Jesus hat uns mit seinem Tod vom Fluch des Gesetzes befreit, sodass wir brauchen uns nicht mehr an diese Gesetze, an den großen Teil davon, diese Reinheitsgesetze so zu halten. Subhanallah. Jesus sagt, wer auch nur ein einziges Gesetz verändert, der wird der Kleinste genannt werden. Was ist mit jemandem, der alles auslöscht? Was sagt jetzt die Bibel dazu? Was sagt der Koran dazu? Der Koran sagt ganz eindeutig, dass die Botschaft verstellt wurde. Er sagt, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ Wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen schreiben. ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Und dann sagt dieses von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. So. Jetzt die Frage. Wie? Die Frage war gewesen, warum praktizieren wir das nicht? Wir haben schon gesagt, ist alles verändert worden. Jetzt die Frage, warum praktizieren wir Muslime das? Weil wir Muslime sagen, dass vor 1400 Jahren der letzte Prophet an alle Menschen gesandt worden ist. Als Barmherzigkeit für die Menschen. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sagt Allah im Koran. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welt geschickt. Und dieser Prophet kam mit einer Aufgabe. Die Menschen zu Gott zu rufen. Die Menschen zur Religion aller Propheten zu rufen. Allah sagt im Koran, zu den Leuten des Buches, Juden und Christen, Ya Ahl al-Kitab, kad ja'akum Rasuluna, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukfuna min al-Kitab. Unser Gesandter, o ihr Leute des Buches, Christen, Juden, ist nun zu euch gekommen, um euch vieles von dem, was ihr verdeckt habt,
aufzudecken. وَيَعْفُ أَنْ كَثِيرٍ Vieles zu begehen. كَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ Von Allah ist nun ein Licht und ein deutliches Buch herabgekommen. يَحْدِي بِي اللَّهُ مِنْ إِتَبَى رِدْوَانُ وَسُبَلَ السَّلَامِ Damit, mit diesem Buch, mit dem Koran, führt Allah die Menschen auf den, die seinem Wohlgefallen folgen, auf die Wege des Heils. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ Und führte von den Dunkelheiten ins Licht. وَيَحْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Und führte zu einem geraden Weg. Das ist die Antwort. Das ist eine der Aufgaben des Propheten. Die Religion auf den richtigen Kern zurückzubringen. So, jetzt wissen wir, zwischen Islam und Christentum, Alhamdulillah, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir sagen, wir glauben an einen Schöpfergott und so weiter. Aber um herauszufinden, was ist der wahre Weg, müssen wir uns nicht auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, weil dann sind ja die, gerade die Unterschiede für uns sehr entscheidend. Jetzt fragt man sich, und deswegen möchte ich auf die Hauptunterschiede eingehen, jetzt fragt man sich, wie kommt es überhaupt zu den Unterschieden? Und das ist der erste Unterschied. Das ist der erste Unterschied. Wie kommt es zu den Unterschieden? Wir sagen, wie wir eben schon gesagt haben, Sure 2, Vers 79, dass das Buch verändert wurde. Und dass der Koran gesandt wurde, Sure 4, Vers 48, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ مُصَدِّكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْنِ الْكَتْبِ مُحَيْمَنٍ عَلَيْهِ Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, den Koran, als das zu bestätigen, was hiervon richtig ist, وَمُحَيْمَنٍ عَلَيْهِ Und Wächter darüber. Das heißt zu sagen, was ist nicht korrekt. Deswegen sagen wir, in der Bibel sind Dinge entstellt worden von den Heiligen Schriften. Jetzt wird jemand sagen, und natürlich von der christlichen Sicht her, von der klassischen christlichen Sicht her geht das nicht. Weil von der klassischen christlichen Sicht her ist das das Wort Gottes. Wenn ihr jetzt sagt, es ist verändert worden, ja, dann gibt es natürlich heute sehr viele, die sagen, ja, ja, es ist verändert worden. Aber er muss sich darüber im Klaren sein, was bedeutet das? Wenn er sagt, das ist verändert worden, wie kann Gott von dir verlangen, einem Buch zu folgen, wo du sagst, es ist verändert worden? Von Menschenhand, ungewollt. Wie kann das Gott von dir verlangen? Stell dir vor, und dann hat man oft, dann sagt jemand, wir haben es auch auf unserer Seite gehabt mit dem Herrn Schröder. Er sagt, ja, sind Sachen verändert worden, sind Fehler reingekommen, kommen Widersprüche rein, aber die sind ja nicht wesentlich. Die sind nicht wesentlich? Woher willst du wissen, dass die wesentlichen Sachen nicht verändert wurden? Hä? Und außerdem werden wir gleich zeigen, dass auch in den wesentlichen Unterschieden gerade einige Sachen reingekommen sind. Das heißt, und jetzt muss sich jeder darüber fragen, ja, wenn wir solche Punkte finden, muss man dieser Religion folgen. Und man muss vielleicht als allererstes mal wissen, was ist Christentum überhaupt? In der Nussschale zusammengefasst. In der Nussschale zusammengefasst, und viele Christen werden gleich sagen, hey, der hat ja keine Ahnung hier, was labert der da, ne? Das ist gar nicht so Trinität, Erbsünde und so, das gibt's ja gar nicht, ja? Ich habe mich extra bewaffnet, ja? Kleiner Katechismus. Das heißt, falls jemand sagt, die Kirche sagt das nicht, ja? Und hier habe ich auch noch reformierte Kirche, katholische Kirche, lutherische Kirche, ja, die ganzen Wörter, also wo die ganze Akida, die Glaubenslehre definiert wird, ja. Das heißt, weil ich kenne es schon, wenn ich sage, je Christen glauben daran, dass Jesus Gott ist, dann kommen dann immer welche, hör mal zu. Ich habe die Konfirmierung mit, ich habe die Firmung mitgemacht. Ich war auf einer christlichen Schule gewesen, Jesus ist nicht Gott. Das ist totaler Quatsch, das ist eine Lüge, was du erzählst. Bitte schön, wir haben die Bücher hier. Bei Diskussionen sind wir gerne bereit nach dem Vortrag. Auf jeden Fall, im Christentum ist es so, dass man daran glaubt, dass der erste Mensch Adam eine Sünde begangen hat. Ich werde das gleich noch illustrieren. Der erste Mensch Adam hat eine Sünde begangen und dadurch kam die große Trennung von Gott. Im Prinzip kam die Erbsünde, Römerbrief 5, Apostel Paulus, Paulus, ja. Wir haben eben schon gesagt, Paulus hat alles verändert. Apostel Paulus schreibt in der Bibel, nicht Jesus, sagt Römerbrief 5, durch die Sünde von einem einzigen Menschen wurden alle Menschen schuldig gesprochen. Das heißt, Adam hat die Sünde begangen, das ist der Vers für die Erbsünde. Diese Sünde vererbt sich weiter. Nee, das ist gar nicht so, kommen wir gleich zu. Dann, durch die gute Tat eines einzelnen Menschen, das heißt, dass Jesus kommt und stirbt für die Sünde der Menschen, werden alle gerecht gestorben, die was machen? Römerbrief 6, die sich auf den Tod von ihm taufen lassen. Und dran glauben. Die den Opfertod von ihm annehmen. Und wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Warum? Weil für das Opfer, für die Sünden aller Menschen,
kann nur das perfekte Opfer gelten und das kann nur Gott selber sein. Ja? Verstanden? Nee, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, Adam hat eine Sünde gemacht, die Sünde wurde an alle Menschen weitervererbt, beziehungsweise die Fähigkeit, Sünden zu machen. Du kannst nur losgesprochen werden von deinen Sünden, wenn du daran glaubst, dass Gott dann, tausende Jahre später, nach Adam, selber gekommen ist im Fleisch, das Wort wurde Fleisch, ja. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch, ja, ist zum Fleisch geworden, ist als sein Sohn Jesus auf die Welt gekommen und hat sich für die Sünden der Menschen geopfert. Ich illustriere das, weil du hast bestimmt immer noch nicht verstanden. Ich kann es nur verstehen. Beispiel, ja, du hast vor dir 10 Mörder, ja? 10 Mörder, ja? Wir geben jetzt ein Gleichnis. Und Gott ist der Richter. Jetzt sagt Gott, okay, ihr Mörder, ihr habt alle den Tod verdient. Ja, er hat einen Mord begangen, ihr habt alle den Tod verdient, aber ich liebe euch. Weil die sagen, Gott hat aus Liebe die Menschen dann so geschickt. Und deswegen, eure Schuld übernimmt jemand anders und dann kommt der Sohn, aber der Sohn ist Gott selber und der Sohn stirbt dann für die Sünden der Mörder. Ja? Das heißt, der übernimmt die Schuld. Verstanden jetzt? Alhamdulillah. So, das heißt, und dann bringe ich noch ein anderes Beispiel, dass man das richtig versteht, ja? Und das habe nicht ich gebracht, das haben christliche Missionare in einem Buch gemacht. Ein islamischer Name, so und so, findet Jesus. Und da haben sie dieses Beispiel gebracht. Deswegen stehen hier Beispiele. Die haben gesagt, stell dir vor, da ist ein König. Und der König, dem wurde etwas aus dem Schloss geklaut. Und dann sagt der König, wer das geklaut hat, der kriegt 100 Peitschenhiebe. Und dann stellt sich nachher raus, dass derjenige, der es geklaut hat, der Dieb, seine eigene Mutter gewesen ist. Und dann sagt der König, ich liebe meine Mutter, aber die Strafe muss durchgezogen werden. Und dann lässt er sich selber auspeitschen. Das ist das, was christliche Missionare als logisches Beispiel gebracht haben. Logisches Beispiel. Erstmal, wenn das Gerechtigkeit sein soll, dass jemand anders bestraft wird, ist absolute Ungerechtigkeit. Für jeden Menschen, der auch nur ehrlich zu sich selber ist. Zweite Sache ist, dann fragen wir, okay, die Strafe von dem König war jetzt, weil die sagen, der Gott muss ja gerecht sein, der kann die Sünde nicht einfach so vergeben. Die Strafe muss durchgeführt werden. Ja? Wir sagen, nee, die Sünde, die schadet Gott gar nicht, Gott kann die Sünde so vergeben. Weil Gott bestraft aus Gerechtigkeit, aber vergibt aus Barmherzigkeit. Okay, jetzt, der Islam sagt, wir sagen, dass diese Unterschiede nur dadurch zustande kommen oder dadurch aufgetreten sind, dass Menschen diese Botschaft entstellt haben, die originale Botschaft, und dass die originale, unentstellte Botschaft vom Propheten Mohammed s.a.w. wiedergekommen ist, zurückgekommen ist. Mit dem Kern der Botschaft, diene Gott alleine. Und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Bete den Schöpfer an unter Ausschluss der Schöpfung. Das ist der Kern der Botschaft. Nun haben wir gesagt, die 5 großen Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Und wir haben gesagt, was ist, wenn wir in jedem Punkt davon einen Widerspruch in der Bibel finden? In jedem Punkt. In jedem Punkt, den der christliche Glaube vertritt, wenn wir da... In jedem Punkt, wo der christliche Glaube, in den großen Punkten, wo der christliche Glaube dem islamischen Glauben widerspricht, dass wir dort auch einen Widerspruch in der Bibel finden. Wäre das nicht ein Zeichen dafür, dass hier wirklich etwas verändert ist? Als allererstes, was wir sagen ist, der erste Punkt ist die Autorität der Bibel. Für einen klassischen Christen ist die Bibel die Autorität, das Wort Gottes unentstellt. Es werden einige Beweise dafür herangebracht. Wir sagen, ist die Bibel wirklich ein Buch, auf das man sich 100% verlassen kann? Das heißt, Satz für Satz. Wir glauben, dass in diesem Buch viele Weisheiten drinstehen. Wir achten dieses Buch. Wir glauben, dass wir lesen dieses Buch nicht auf der Toilette, weil wir dieses Buch respektieren. Wir legen dieses Buch nicht auf den Boden. Aber wir fragen, weil wir wissen, dass hier Dinge drin sind, die von Gott gekommen sind. Auch wenn es natürlich jetzt übersetzt ist. Aber wir haben Respekt vor diesem Buch. Für das, was Gott, von der Wahrheit, die von Gott enthalten ist.
Aber wir sagen ganz deutlich, dass der Koran gekommen ist. Und das ist unser fester Glaube. Unsere feste Überzeugung. Die Wahrheit. Sure 4, Vers 48. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ مُصَدِّكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَ الْأَلَيْهِ. Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, als ein Bestätiger für das, was vor dir herabgesandt wurde vom Buch, von der Wahrheit. Und Muhaimin Alayh, als ein Wächter darüber, was ist richtig, was ist falsch. Jetzt schauen wir, ist es wirklich so, dass Dinge darin verändert wurden? Ist es wirklich so? Natürlich vom christlichen, klassischen christlichen Stammbuch aus natürlich nicht, ist undenkbar. Wenn jemand sagt, ja, die Botschaft ist entstellt worden, dann muss er sagen, ja, woran glauben wir denn jetzt? Weil dann können auch gerade die Dinge, die für die Botschaft wichtig sind, entstellt worden sein. Dann schauen wir uns beispielsweise die Bibel an. Und wir wissen, wenn Gott der Autor der Bibel ist, dann schauen wir uns mal an, was da drin steht. In 1. Genesis steht, Genesis 1, dort steht, dass Gott die Welt erschaffen hat in 7 Tagen. Beziehungsweise in 6 Tagen, am 7. Tag ruhte er von seinen Mühen. Und dann steht, am 1. Tag, er schaffte Tag und Nacht. Es wurde Morgen und Abend der 1. Tag. Es war am 1. Tag. Jetzt wurde am 3. Tag die Erde geschaffen, am 4. Tag die Sonne. Wie kann es sein, dass am 1. Tag Tag und Nacht wird und es ist noch gar keine Sonne und gar keine Erde da? Wie ist das möglich? Dann, wir bringen nur einige Beispiele, man kann hunderte Beispiele bringen. Und trotz alledem respektieren wir die Wahrheit, die da drin steht. Wir machen uns nicht lustig darüber, trotz alledem respektieren wir das. Und dann sagt er, die Pflanzen wurden am 3. Tag erschaffen und die Sonne am 4. Wie können Pflanzen wachsen ohne Sonnenstrahlen? Dann gucken wir weiter in Genesis 2, das ist dann das nächste Kapitel, was kommt, ein ganz anderer Schöpfungsbericht. Und in diesem Schöpfungsbericht steht, dass die Tiere nach den Menschen erschaffen wurden, aber im ersten Schöpfungsbericht steht genau andersrum, dass die Menschen nach den Tieren erschaffen wurden. Das heißt, wir finden Dinge, die absolut nicht von Gott sein können. Ganz deutlich. Dann geht es weiter. Wir haben Esra 2 und Nehemia 7. Esra 2 und Nehemia 7 beschreiben den Auszug der Kinder Israels, der Juden würde man sagen, um es richtig zu verstehen, aus Babylonien. Und dann werden diese ganzen Stämme aufgezählt. Die ganzen Stämme werden aufgezählt. Und dann wird immer die Anzahl der Personen genannt. Ja? Wenn man sich das anguckt, dann findet man zwischen Esra 2 und Nehemia 7 insgesamt 18 Widersprüche. 18 Widersprüche insgesamt. Und wenn man die Zahlen zusammenzählt, dann findet man, dass in beiden eine andere Summe rauskommt. Natürlich, wer kommt schon auf die Idee, das zusammenzählen? Aber es zeigt ganz deutlich, dass Gott nicht der Autor dieser Dinge sein kann. Dann weiter. In Markus 1, 12 bis 13, da steht, dass Jesus getauft wurde. Und dass er danach 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Dieselbe Geschichte in Johannes 2, 1 bis 11. Dort steht, dass er danach erst mal auf eine Hochzeit gegangen ist. Eine Hochzeit in Kanaan. Das heißt, welches ist richtig? Ist er in die Wüste gegangen für 40 Tage oder ist er direkt auf diese Hochzeit gegangen? Unmöglich zu vereinbaren. Dann in Matthäus 17, 11 bis 13 steht, dass Johannes der Täufer, Yahya, der wiedergeborene Elias ist. Aber wir lesen in Johannes 1, 19 bis 21, dieselbe Bibel, lesen wir, dass Yahya, der Prophet Gottes, Johannes der Täufer, gefragt wird. Bist du der Christus, der Messias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Dann wird er gefragt, bist du der wiedergeborene Elias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Aha. Widerspricht er Jesus oder weiß Elias nicht, warum er gekommen ist? Und dann wird er gefragt, bist du der Prophet? Wir stellen zwei Fragen. Wie kommt es, dass Johannes der Täufer Jesus widerspricht? Hat er gelogen? Natürlich nicht, er ist ein Prophet. Johannes der Täufer ist ein Prophet. Oder ist das ein Widerspruch? Und dann die zweite Frage, wer ist der Prophet, nach dem gefragt wird? Wer kann dieser Prophet sein nach dem Messias, außer der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam?
Bei solchen Dingen muss man präzise sein und aufmerksam sein. Dann, nächster Punkt. In Matthäus 2, 13 bis 23 steht, dass Jesus nach seiner Geburt nach Ägypten geflohen ist. Und erst nach dem Tod von Herodes wiedergekommen ist. In Lukas 2, Vers 40 steht, aber dass er nach 8 Tagen beschnitten wurde und dann nach Jerusalem gebracht worden ist. Was ist richtig? Ägypten oder Jerusalem? Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und das, was wir sehen in der Bibel, bestätigt das, was der Koran sagt, dass dort Fehler hineingekommen sind. Und das zeigt uns, dass die Aussage des Korans richtig ist. Jetzt fragen wir, was sagt die Bibel über sich selber? Die Bibel ist das, was das Wort Gottes bringt. Ja? Was das Gesetz Gottes bringen soll, die Gesetze Gottes. Wir lesen in Jeremia 8, Vers 8, lesen wir, dass dort steht, wie könnt ihr sagen, das Gesetz Gottes ist bei euch und die Weisheit? Ja, aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Steht in der Bibel. Der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Was sagt der Koran? Sure 2, Vers 79. Fawailu lillazina yaktubun al-kitab bi-aydihim. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben. Thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Und dann sagen sie, das ist von Allah. Und erkaufen damit einen geringen Preis. Den weltlichen Preis. Das heißt, die erste Sache, der erste große Unterschied zwischen Islam und Christentum, die Autorität der Bibel, zeigt ganz eindeutig, dass das, was der Koran sagt, die Wahrheit ist. Und das, was Christentum sagt, in diesem Fall. Ich lese noch etwas anderes vor. Hier ist ein Professor, der amerikanische Gelehrte, Professor Dr. Stephen Emmel, schreibt, Wissenschaftler sagen schon lange, dass die Geschichte von Jesus wohl anders verlief. Was damals wirklich passierte, ist aber umstritten. Auch die Bibelevangelien sind wahrscheinlich nicht von Augenzeugen geschrieben worden. Höchstwahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer Jesus war oder ob es ihn überhaupt gegeben hat. Wir sagen, wenn du wissen willst, wer Jesus war und was seine Botschaft war, dann gehe zum Koran. Dann gehe zum Koran. Denn das ist die unveränderte, originale Botschaft von Jesus. Wie ein Prophet von allen. Wie ein Prophet, wie die anderen Propheten, die Allah gesandt hat, kam der Prophet Isa a.s. von der Jungfrau Maria geboren. Mit einem heiligen Buch. Mit Wundern. Tote lebendig gemacht. Aus totem Material lebendig gemacht. Kranke geheilt. Und den allmächtigen Gott angebetet. Und deswegen müssen wir Isa, den Christus, den Messias zu unserem Vorbild machen. Und er war ein Diener des allmächtigen Gottes. Und deswegen müssen wir auch Diener des allmächtigen Gottes sein. Und das ist die korrekte Botschaft. Und der allmächtige Gott hat es nicht zugelassen, dass dieser Mensch gekreuzigt wird von seinen Feinden. Denn der, der am Kreuze stirbt, der am Holze hängt, ist verflucht, steht im Alten Testament. Die seine Geschichten, die Leute erfunden haben, damit man nicht an ihn glaubt. Damit man sagt, ha, der ist verflucht, damit keiner an ihn glaubt, der ist verflucht, am Kreuz gestorben. Dann schauen wir uns die Bibel nochmal an, ob sie von Gott geschrieben, Gott ist. Wenn jetzt beispielsweise jemand eine Offenbarung kriegen würde, wir wissen, der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet. Aber was wird man sagen? Man wird sagen, dies habe ich von Gott bekommen. Von Gott offenbart bekommen, oder? Oder sage ich, ja, ich habe selber nachgegangen, habe die Sache erprobt, ob das alles richtig ist. Und dann habe ich das mal so aufgeschrieben. Nein, weil es ist ja wichtig, weil aufschreiben und nachgehen und erforschen kann jeder. Kann ich, kannst du, kann Müller, Meier, Schmitz. Aber von Gott eine Offenbarung kriegen kann nicht jeder. So jetzt, die Evangelisten sollen angeblich von Gott inspiriert gewesen sein. Ja, das Wort Gottes. Jetzt lesen wir mal in der Bibel Lukas 1. Und da soll jeder fragen und jeder Christ soll sich ehrlich fragen, ob dies das Wort Gottes ist. Im Koran fängt es an, Elif Lamim, dies ist das Wort des allmächtigen Gottes. Elif Lamim, dies ist das Wort des allmächtigen Gottes. Vor herabgesandt vom Allerbarmer. Jetzt gucken wir mal, wie es hier anfängt. Hier steht, Lukas schreibt, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem vom Grund auf sorgfältig nachzugehen
um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Ist das das Wort Gottes? Schon viele haben es unternommen, lieber Theophilus, dann habe auch ich mir vorgenommen, alles der Reihe nach aufzuschreiben. Er erwähnt ja an keiner Stelle, dass er von Gott inspiriert ist. Geschweige denn, dass das, was er sagt, das Wort Gottes ist. So, er sagt, es haben schon viele unternommen. Man würde sagen, nur wenige haben eine Offenbarung von Gott bekommen. Nur wenige waren von Gott inspiriert gewesen. Nicht schon viele haben es unternommen, dann habe auch ich mich entschieden. Bitte, jeder, der hier ist, jeder Christ, der hier ist, jeder Muslim, der hier ist, soll darüber nachdenken mit offenem Herzen. Ist dies das Wort Gottes? Ist dies das Wort Gottes? Und vor allen Dingen, wann wurden diese Evangelien zusammengestellt? Wann wurden die Bücher des Neuen Testamentes, 27 Stück an der Zahl, wann wurden sie kanonisiert? 361 nach Christus. 361 nach Christus, subhanallah. Und selbst die Bibelgelehrten wissen nicht, wer sind die Schreiber. Wenn ich dir einen Scheck geben würde, außer die Vornamen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wenn ich dir einen Scheck geben würde und schreibe meinen Vornamen drauf, würdest du den akzeptieren? Würdest du damit zur Bank gehen und würdest damit Geld abheben können? Wer Matthäus? Wer Markus? Wer Lukas? Die eigenen christlichen Gelehrten sind darüber im Zweifel, wer sind diese Personen? Ich kann es dir zeigen. Wenn ich dir einen Scheck gebe, würdest du es akzeptieren? Wo in der Geschichte der Menschheit wird ein Vorname als ein authentisches Dokument gewertet? Wo? Nirgendwo. Nur in der Bibel. Hier, Matthäus. Die Überschrift des ersten, das sind jetzt was christliche Gelehrte sagen, die Überschrift des ersten Evangeliums nennt einen Matthäus als Verfasser und will wohl auf den Zöllner von Kapernaum verweisen. Will wohl. War er Augenzeuge? Nein. Dann, nächste, Lukas. Da. Lukas, hier. Lukas legt seinem Evangelium den dreistufigen Aufriss des Markus-Evangeliums zugrunde. Dann, Markus-Evangelium. Ja. Und dann steht natürlich, Lukas war ein Bekannter von wem? Paulus. Von Paulus, hier. Dann hier. Hier. Evangelium von Markus. Der Anhang, er schreibt jetzt hier, der Anhang 16,9 von dem Evangelium, also das Evangelium hat einen Anhang, wurde erst im 2. Jahrhundert von unbekannter Hand angefügt. Ich wollte gerade lesen, angelügt, deswegen habe ich das gerade geguckt. Angefügt, vermutlich weil der jähe Schluss 16,8 nicht befriedigte. Hier, steht drin, Einheitsübersetzung. Wurde vermutlich angefügt von unbekannter Hand, weil der Schluss nicht befriedigte. Das ist das Wort Gottes? Das ist ein Buch, auf das du dich verlässt? Ich frage dich, das ist unser Punkt. Darüber sollte man nachdenken. Der nächste Punkt, zu wem wurde Jesus gesandt? Der Koran sagt, er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt. Der Prophet Mohammed sagt, er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt. Christen sagen, er wurde zu allen Menschen gesandt. Schauen wir, was die Bibel sagt. In der Bibel steht, Matthäus 15, Vers 24, Matthäus 15, Vers 24, dass eine Frau zu ihm kommt, sie will geheilt werden, sie ist nicht von den Kindern Israels. Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hier. Das heißt, dieser Punkt, der zweite Punkt, der die Bibel bestätigt ganz deutlich den Koran. Ganz deutlich. Jetzt sagt natürlich ein Christ, ja warte mal. Aber an anderer Stelle sagt er, geht zu allen Nationen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Was sagen wir dazu? Widerspruch. Entweder Widerspruch oder Jesus hat gelügt, A'udhu Billah. Jesus hat gelogen, A'udhu Billah. Oder mit dem geht zu allen Nationen sind die Nationen vom Hause Israel gemeint. Und das ist die islamische Position. Entweder gelogen oder Widerspruch oder zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels geht zu allen Nationen. Weil vielen, die man das erzählt, du erzählst ihnen hier, bitte
Matthäus 15, Vers 24 steht, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Dann sagt er zu dir, ja, das darfst du so nicht sehen. Du musst die ganze Bibel nehmen. An anderer Stelle sagt er, ja, guck mal hier, geh zu allen Nationen. Nicht, ich muss die ganze Bibel nehmen. Du musst die ganze Bibel nehmen. Dann erklär mir das doch mal. Ja, was soll man jetzt sagen? Ja, er wollte damit sagen, dass er eigentlich... Nein, du findest keinen Ausweg daraus. Widerspruch! Ich bin nur gesandt zum verlorenen Haus Israel oder zu allen Menschen? Nur, er hat nicht gesagt, wenn er noch gesagt hätte, ich bin gesandt zum verlorenen Schafen des Hauses Israel, könnte man sagen, okay, das schließt nicht aus, dass er nicht noch zu anderen gesandt wurde. Ich bin nur, N-U-R, nur gesandt zum verlorenen Schafen des Hauses Israel. Andere Erklärung? Alhamdulillah. Das heißt, zweiter Punkt, erster Punkt, Bibel nicht authentisch. Islam wird von Bibel bestätigt. Jeremia 8, Vers 8, von den Dingen, die wir finden. Zweiter Punkt, zu wem ist er gesandt worden? Koran, Islam sagt, nur zu verlorenen Haus Israel. Haus Israel, Bibel bestätigt. Nächster Punkt, Erbsünde. Wir haben gesagt, durch die Sünde von Adam, wurde diese Sünde weitervererbt, diese Erbkrankheit namens Erbsünde an alle Menschen. Vielen habe ich das erzählt, dass sie, oh, der lügt, der erzählt Quatsch über das Christentum, ja, sowas darf. Okay, kann. Welcher Christ bist du? Welche Gruppe? Ich habe heute alles mitgebracht hier. Römisch-katholisch, griechisch-katholisch, lutherisch, reformierte Kirche. Ja, tut mir leid, wenn du noch zu einer anderen Gruppe gehörst, ja. Ich kann natürlich nicht alle einzelnen Gruppen im Christentum abhaken, aber mir geht es nicht darum, was lehrt die Bibel, sondern was lehrt die Kirche, weil ich sage nicht, dass die Kirche das lehrt, was Gott offenbart hat. Als allererstes, die Erbsünde geht auf einen klaren Vers zurück. Von wem? Paulus. Römerbrief 5, durch die Sünde von einem Menschen wurden alle Menschen zu Sündern und durch die gute Tat von einem Menschen werden alle Menschen, die an Glauben, recht gesprochen. Paulus. Okay? Dann gucken wir jetzt mal, was sagt denn die Bibel? Was sagen die, was ist die Definition? Ja? Weil ich habe gesagt, diese Sünde, ein kleines Kind wird im Christentum mit einer Sünde geboren, als Sünder. Ja? Habe ich gesagt. Ja? Im Islam, was sagt der Islam, was sagt der Koran? La taziru wa ziratun wizra ukhra. Keine Last tragen, Seele trägt die Last einer anderen. Wenn einer Christ ist, muss er sich fragen, kann er sich mit der Erbsünde identifizieren? Dass das Baby schuldig auf die Welt kommt? Deswegen findest du heute in katholischen Krankenhäusern noch die Nottaufe, falls das Kind zu früh kommt, schnell taufen, ansonsten geht es in die Hölle. Synode von Karthago, 405, dass Kinder, die nicht getauft sterben, in die Hölle gehen? Weil klar, du glaubst, dass jeder Mensch mit der Sünde geboren wird und die einzige Rettung ist, dass du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass du diesen Tod annimmst. Aber wie will denn jemand annehmen, der im Dschungel lebt oder in der Antarktis oder der vor Jesus gelebt hat? Gibt es verschiedene Erklärungen. Verschiedene Erklärungen gibt es. Als allererstes die islamische Erklärung. Jemand, der beispielsweise im Dschungel lebt, hat etwas von Mohammed gehört. Der Prophet sagt ganz eindeutig, wer von mir hört und dann nicht in den Glauben in dem besteht, womit ich bekommen bin, egal ob Jude oder Christ, wird in die Hölle gehen. Wer von mir hört, im Koran, wer sich dem Gesandten entgegensetzt, nachdem in die Rechtleitung klar geworden ist. Der, danach, dem werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und in der Hölle schmoren lassen. Viele Verse. Und wenn jemand vorher gelebt hat, hat anderen Propheten gefolgt, Islam hat die Wahl für ihn. Er hat den Propheten von vorher gefolgt. Auf welcher Vers spricht auf ihn zu? Sure 2, Vers 20. Inna ladina amanu. Die glauben. Jetzt die Muslime. Wa ladina hadu. Die Juden gewesen sind. Mit Moses waren. Wa nasara. Und die Christen, die mit Jesus waren, die der richtigen Botschaft gefolgt sind. Wa sabi'ine. Anderen Propheten gefolgt sind. Beispielsweise. Sabi'ine. Muss auch einer gewesen sein.
die werden keine Angst und gute Werke getan haben, die werden keine Angst haben und ihren Lohn bei ihrem Herrn haben. Das heißt, die einem gefolgt sind. Was ist mit jemandem, der nie etwas gehört hat? Er kann seiner Fitra folgen und Allah lässt ihn ins Paradies. Weil Muslim ist jemand, der sich Gott ergibt. Aber wenn er von Gott von gehört hat, du musst dem Propheten folgen, dann hat er sich Gott nicht ergeben. Und dann ist er verloren. Das heißt, Islam hat für jeden eine Lösung. Was ist mit jemandem, mit kleinen Kindern von Christen? Es gibt Hadithe vom Propheten, wo er Abraham im Paradies sieht und da sind auch die Kinder von dem Mushrikum bei. Und derjenige, der keine Botschaft bekommen hat, kann am jüngsten Tag noch eine Probe bekommen. Alhamdulillah. Das heißt, der Islam gibt dir für jedes Szenario eine Lösung. Jetzt kommen wir zum Christentum. Du sagst, durch die Sünde eines einzelnen Menschen sind alle zu Sündern geworden. Und wer eine einzige Sünde hat, Gott ist heilig, du kannst nicht zu ihm gelangen. Okay? Okay, fragen wir. Was ist mit dem Baby? Was? Ist mit der Erbsünde geboren? Hat den Opfertod nicht angenommen? Ja, Gott ist barmherzig. Hey, 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 hey. Wenn du jetzt sagst, Gott ist barmherzig, gibt es keine Erbsünde. Und dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig gewesen. Dann ist deine Botschaft kaputt. Dann sagst du ja, okay, nee, der geht doch in die Hölle. Ich will mich hinsetzen. Ja, ja. Gib mir mal einen Stuhl. So. Ich will nur einen Stuhl haben. Ich stehe sowieso gleich wieder auf, aber ich will mich kurz hinsetzen. Nee, so, der ist groß, ne? Ich denke, ich sitze auf der Theke. Was ist? Ja, super. Hallo. Da bin ich wieder. Ja? Wir waren da stehen. Entweder er sagt, er kann ins Paradies kommen, dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig. Das ist Christentum widerlegt. Oder er sagt, er geht in die Hölle, dann sagen wir, Christentum ist keine universale Weltreligion. Der Vogel, was der erzählt, stimmt doch gar nicht. Okay, okay, kein Problem. Römisch-katholische Kirche. Normen und Beschlüsse des Konzils zu Trient. Ja? Seite 24. Libri Symbolici Ecclesiae Romano Catholicae. Habe ich bestimmt schlecht ausgesprochen, aber egal. Wenn jemand behauptet, dass Adams Übertretung diesem alleine und nicht seiner Nachkommenschaft geschadet hat und dass er, Adam, die von Gott empfangene Heiligkeit und Gerechtigkeit, die er verlor, für seine Person allein und nicht auch für uns verloren hat, oder dass jener Adam durch die Sünde des Ungehorsams befleckt, lediglich den Tod und die Strafen des Körpers auf das ganze Menschengeschlecht übertragen habe, nicht aber auch die Sünde übertragen hat, die er getan hat, nicht nur den Tod, sondern auch die Sünde, ja, die der Tod der Seele ist, sei er verflucht. Sei er verflucht. Bitteschön. Römisch-katholisch? Sind Sie römisch-katholisch? Überlegen Sie, ob Sie sich damit identifizieren können. Wenn nicht, vielleicht können Sie sich eher damit identifizieren, dass der Islam sagt, dass der Mensch ohne Sünde geboren wird. Griechisch-katholische Kirche. Diese Erbsünde, das ist Petrus Mobilas, Paragraph 3, Antwort 20. So, diese Erbsünde ist von Adam auf die ganze menschliche Natur übergegangen, weil damals alle in Adam waren und so durch den einen Adam die Sünde auf uns alle kam. Diese Erbsünde kann durch keine Sinnesänderung hinweggenommen werden. Das heißt, diese Sünde kannst du nicht durch Toba wegnehmen, das heißt, ich ändere meine Sinne. Lutherische Kirche, ja, Protestanten, wenn sie lutherische Kirche sind, hier. Ebenso lehren sie, die Kirche, dass nach Adams Fall alle Menschen mit der Sünde geboren werden. Lutherische Kirche, ja. Weiter. Reformierte Kirche. Wir glauben auch, dass dieses Übel in Wahrheit Sünde ist, die hinreicht, das ganze menschliche Geschlecht zu verdammen, und jetzt gut aufgepasst, bis zu den kleinen Kindern im Mutterleib. Bis zu den kleinen Kindern im Mutterleib. Gallikanisches Bekenntnis,
Seite 224. So. Jetzt, wo kommt das her? Erbsünde. Was sagen die Juden dazu? Die Juden sagen dazu, all das ist ganz der Ansicht des Judentums entgegengesetzt. Diese bestreiten nicht, dass der Mensch eine gewisse Neigung zur Sünde sozusagen mitbringt und sich später mit Sünde belastet. Dann, was denken wir, wo diese Sache herkommt von der Erbsünde? Gucken wir mal, weil meine Meinung kennt man mittlerweile vielleicht schon. Gucken wir mal, was Seligmann Pick sagt, ein jüdischer Gelehrter. Der Widerspruch des Judentums setzt erst mit dem Gegensatz gegen das Judentum ein, der in der neuen und dann entscheidenden Phase des Christentums in der paulinischen Theologie und Mission eintritt. Das heißt, wer? Paulus. Paulus. So. Dann haben wir hier nochmal kurz. Hier, kleiner katholischer Katechismus. Ja. Seite 19. Die Sünde Adams und ihre schlimmen Folgen haben alle Menschen geerbt. So. Was sagt der Koran? Nein. Was sagt die Logik? Nein. Was sagt die Bibel? Ab Paulus sagt ja, weil Paulus ist ja auch in der Bibel. Ich weiß nicht, wie er reingekommen ist, aber ist auch da drin. Aber die Bibel sagt in Hesekiel 18, Vers 21, nein, jeder stirbt nur für seine eigene Schuld, jeder wird nur für das belangt, was er getan hat. Das heißt, wir sehen wieder, die Bibel widerspricht sich in diesem Punkt. Und wer hat den Widerspruch gebracht? Paulus. Weiter, das war die Erbsünde. Und jemand, der Katholik ist, soll sich fragen, womit kann er sich eher identifizieren? Mit der Erbsünde oder mit dem Glauben des Islam? Nächster Punkt. Wer ist Jesus? Wir haben gesagt, Jesus ist laut Christentum Gott und Sohn Gottes gleichzeitig. Nein, das stimmt doch gar nicht, er ist nur der Sohn Gottes. Moment, katholischer Katechismus, der Vogel hat keine Ahnung, der erzählt uns hier einen vom Weihnachtsmann. Hier steht es, Seite 13. Wie viele Personen sind in Gott? Wie viele Personen sind in Gott? Ja, das könnte man auch formulieren. Wie viele göttliche Personen gibt es? Ja. Ist nur anders formuliert, hört sich anders besser an, weil sonst würde sich das auch Polytheismus anhören. Hier. In Gott sind drei Personen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Jede der drei Personen ist wahrer Gott. Die drei göttlichen Personen sind aber nur ein Gott. Habt ihr das verstanden? Jeder dieser drei göttlichen Personen ist wahrer Gott, aber alle zusammen sind nur ein Gott. Eins plus eins plus eins sind eins. So. Was ist denn jetzt, wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus Gott ist? Seite 21. Wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Sind nicht meine Worte, kleiner Katechismus der Katholiken. Dann gucken wir mal weiter. Das brauche ich eigentlich nicht mehr zu bringen. Ich meine, es war ja hier schon klar, wie Klosbrüder, dass an die Trinität geglaubt wird. Und das auch von allen Kirchen, ja? Protestanten wie Katholiken. Okay. Was sagt der Koran dazu? Was sagt der Koran dazu, wenn jemand sagt, Jesus ist Gott? Schauen wir uns an, was Allah in Sure 19 sagt. Jesus, Isa a.s., kam mit seiner Mutter auf dem Arm und er war ein Baby, gerade geboren. Und die Mutter sollte nichts sagen. Und sie kamen dorthin und die haben gesagt, wie kommt das, dass du ein Kind hast? Wie kommt es, dass du ein Kind hast? Dein Vater war kein schlechter Mann. Und deine Mutter, das war keine Prostituierte gewesen. Wo hast du das Kind her? Du bist doch gar nicht verheiratet. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ Und sie zeigt auf das Kind. Was sagen die? كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيًّا Die sagen, wie sollen wir mit jemandem sprechen, der in der Wiege als Säugling liegt? Und dann was passiert? Und dann fing Jesus an zu sprechen. Als Baby. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Was heißt das? Der spricht! Ich bin ein... Stellt euch die Gesichter vor, der Leute drumherum. Welche Geburtsgeschichte ist besser? In der Bibel oder im Koran? Auf einmal fängt das Baby an zu sprechen. Ich bin ein Gesandter Gottes. Er hat mir das Buch gegeben und hat mich zu einem Propheten gemacht und hat mich segensreich gemacht, wo immer ich bin. Und hat mir das Gebet anbefohlen und dieser Kerl, deswegen betet er auch. Dieser Kerl, Spenden. Und Friede ist auf mir an dem Tag, wo ich geboren wurde, an dem Tag, wo ich sterbe und an dem Tag, wo ich wieder auferweckt werde. Und gütig zu meiner Mutter. Gütig zu seiner Mutter. Was würdet ihr davon halten, wenn jemand sagt zu seiner Mutter, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Hä? Ist das gut? Meint ihr, das würde ein guter, gläubiger Mensch sagen, sowas? Würde das ein guter, gläubiger Mensch sagen? Würde das ein Prophet sagen? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Bibel, Johannes 2, Vers 4. Jesus soll zu seiner Mutter gesagt haben, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Kann man nachlesen, Johannes 2, Vers 4. Dann welche Geschichte ist besser, das von Islam oder vom Christentum? Im Islam steht gütig zu seiner Mutter, hier steht, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Jetzt weiter. Und dann geht es weiter und dann sagt er, spricht Allah, sagt er, Allah geziemt es nicht, sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sei er. Und dann sagt Jesus, ja, Allah ist mein Gott und euer Gott, so dient ihm. Das ist die Botschaft. Jetzt können wir die Botschaft kurz zusammenfassen, ja? Jesus sagt, er ist ein Diener Gottes. Guck mal, was in der Bibel steht. Matthäus 26, Vers 39, er ging zwei Schritte weiter, oder drei, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu sich selber? Oh Gott, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Wäre Jesus Gott gewesen, dann wäre dieses Gebet ja unsinnig gewesen, oder? Weil da wäre ja sein Wille gleichzeitig der Wille des Vaters gewesen, da hätte das Gebet keinen Sinn gehabt. Aber was zeigt das hier, dass Jesus ein Diener Gottes ist? Nächster Punkt, Prophet. Wir sagen, Jesus ist ein Prophet, ja? Guck mal, was die Bibel sagt, an den Stellen, die korrekt sind. Als die Menschen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das heißt, die Menschen haben ihn als Propheten gesehen. Dann, was sagt er selber über sich? Was sagt er selber über sich? Er wurde nicht angenommen in seinem Heimatort, dann sagt er, ein Prophet wird nie in seiner Heimat anerkannt. Das ist in Lukas 4, Vers 24. Das heißt, Bibel bestätigt Prophet, Bibel bestätigt Diener Gottes, alles, was wir bisher gesagt haben. Dann, Tauhid, wir haben gesagt, Jesus hat zum Ein-Gott-Glauben aufgerufen. Ja? Normalerweise das größte Gebot im Christentum muss ja sein, glaube dann, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Er wird gefragt, was ist das größte Gebot? Was sagt ihr? Welches Gebot ist das erste von allen? Markus 12, Vers 28. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Er sagt nicht, ich bin der einzige Gott, aber wir sind drei Personen, ja. Darum sollst du den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Geist und ganzer Kraft. Markus 12, 28 bis 30. Dann weiter. Matthäus 4, 9 bis 10. Jesus, der Teufel kommt zu ihm und bringt ihn auf einen Berg, sodass Jesus alle Reiche der Erde sehen kann. Erstmal, das zeigt, dass der Schreiber der Bibel gedacht hat, die Erde wäre eine Scheibe, dass du auf einen Berg gehst und kannst dann alle Reiche der Welt sehen. Ja? Und dann sagt er, wenn du von mir niederfällst, der Teufel sagt zu Gott, wenn du von mir niederfällst, gebe ich dir die ganze Welt. Dann sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst Schwur vor Gott alleine niederwerfen und ihm dienen. Subhanallah, wird wieder bestätigt, genau was der Koran sagt. Dann, Matthäus, das dazu. Dann, Tauhid, dann Trinität.
Was sagt der Koran zur Trinität, dass Jesus Gott ist? Sure 5, Vers 17. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الْمُسِيمُ الْمَرْيَمُ. Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, der Messias, der Sohn der Maria, ist Gott. Dann 5, Vers 73, was steht dort? لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلِفٌ ثَلَاثًا. Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist einer von dreien, das heißt Trinität. So, dann gucken wir mal in der Bibel, ob Jesus Gott ist. Wir haben schon so viele Beweise dagegen gefunden. Er sagt, Prophet, war Diener Gottes. Schauen wir mal nach. Ja, okay, gucken wir mal. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, oder? Okay. Das heißt, Gott will natürlich auch, dass wir ihn kennen, oder? Will kein Geheimnis draus machen. Wenn es darum geht, ob ich ins Paradies und in die Hölle gehe, dann macht Gott keinen Spaß. Ja, dass man sagt, ja, du kannst ihn vielleicht nicht erkennen. Ich habe mich versteckt und so. Markus 13, Vers 32 steht, es kommt ein Mann zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt Jesus? Nee, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Sure 13, Vers 32, Markus 13, Vers 32. Es fragt ihn jemand, wann ist der jüngste Tag? Was sagt Jesus? Dann muss er sagen, ich weiß wann. Oder, wenn er Gott ist? Wenn er es nicht weiß, ist er nicht Gott. Oder lügt er? Ja, er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur der Vater, Gott. Hat er gelogen? Ah, nein, nein, das haben wir falsch verstanden. Das war gerade seine menschliche Seite. Deswegen hat er etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben, deswegen gerade hat seine menschliche Seite. Seine menschliche Seite, warum hat er nicht gesagt, ja, pass auf, glaub mir nicht, was ich dir jetzt erzähle, ich weiß eigentlich schon, wann der jüngste Tag ist, aber im Moment spricht meine menschliche Seite. Subhanallah, was ist mit diesem Menschen? Dieser Mensch geht von ihm weg, sagt, ja, das ist nicht Gott. Der sagt nur, Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Ich dachte, das wäre offenbart worden, damit wir ins Paradies gehen. Nicht damit wir in die Irre geleitet werden. Wenn du daran glauben musst, dass Jesus Gott ist und er sagt zu dir, stell dir mal vor, Jesus kommt runter, damit du weißt, dass er Gott ist und du fragst, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, weiß ich nicht, weiß nur Gott. Denkst du, der ist Gott? Okay, kein Problem. Dann, wo Jesus ganz deutlich verneint, dass er Gott ist. Es fragt ihn jemand, guter Meister, das ist Markus 10, Vers 28 jetzt. Markus 10, Vers 18. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er laut Bibel? Was müsste er nochmal sagen? Ganz einfach. Du musst glauben. Normalerweise, wenn du ein Missionar auf der Straße warst, muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen. Sagt er, kein Problem. Bezeuge, dass du ein Sünder bist. Nehme Jesus als dein Opfer an. Der ist der lebendige Gott, der auf die Welt gekommen ist. Frag einen draus, würde jeder sagen. Wenn du zu dem Missionar sagen würdest, ja, was ist mit den 10 Geboten, würde er sagen, ja, ist auch wichtig, aber das ist Nebensache. Hauptsache, ja, du glaubst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, weil die Gebote kannst du sowieso nicht einhalten, bist zu schwach für. Okay, kein Problem. Kein Problem. Du gehst hin, zu dem Missionar, nochmal, wie komme ich ins Paradies? Er wird dir sagen, glaube daran, dass Gott als Mensch Jesus für dich auf die Welt gekommen ist, um für dich zu sterben. Bekenne deine Sünden, nehme Jesus in dein Leben auf und du wirst gerettet. So, was müsste Jesus jetzt antworten? Das ist christlicher Glaube. Jesus antworten, guter Meister, du hast schon richtig verstanden, ich bin der gute Meister, ich bin Gott, ich bin auf die Welt gekommen. Klare Worte, ja. Und ich komme, um für deine Sünden zu sterben, deswegen lass dich auf meinen Tod taufen oder nimm das an, dass ich dein Opfertod bin, oder? Klare Antwort, dieser Mensch will klare Antwort haben. Jesus ist der Beste, der ihm das sagen kann. Was sagt Jesus? Laut Bibel. Er sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Ist Jesus Gott? Wallahi, wallahi, ist dieser Mensch Gott? Was nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du bist bei der Arbeit, da kommt ein Freund zu dir und sagt, hey, Arbeitgeber, kannst du mir bitte freigeben, ich brauche Urlaub. Dann sagst du, hey, hör mal, ich kann dir keinen freigeben, der Einzige, der dir freigeben kann, ist der Arbeitgeber, ich bin nur Mitarbeiter. Bist du dann trotzdem der Chef? Jeder Mensch, der ehrlich zu sich selber ist, wird sagen,
dass die Bibel sich hier mindestens widerspricht, wenn wir sagen, dass Jesus Gott sein soll. Und wie gesagt, laut allen Kirchen, wenn ich glaube, dass Jesus Gott ist, außer einiger Sekten, ja, ist er raus. Ist er weg. Verloren. So gut, weiter im Text. So. Dann Matthäus 21. Gott ist allwissend, oder? Jesus sieht angeblich einen Feigenbaum in der Ferne. Sieht einen Feigenbaum. Ja? Feigenbaum. Meine Knie. Sieht einen Feigenbaum in der Ferne und hat Hunger. Hat Gott Hunger? Dann geht er zu dem Feigenbaum und dann sieht er an dem Feigenbaum, sind gar keine Feigen. Gott muss doch wissen, ob der Feigenbaum Feigen hat oder nicht. Und dann verflucht er den Baum und der Baum fällt auseinander. Das heißt, das erscheint uns, dass er wütend gewesen ist auf dem Baum, weil der Baum keine Feigen hatte. Und dann steht danach, es war gar keine Saison von Feigen gewesen. Subhanallah. Ich denke nicht, dass jemand auf die Idee kommen wird, zu sagen, dass derjenige, der so beschrieben wird, dass das Gott ist. Keiner. Keiner, der ehrlich zu sich selber ist. Wir haben jetzt gesandt die Autorität der Bibel. Wir haben die Erbsünde. Wir haben zu wem wurde er gesandt? Wir haben das Wesen von ihm. Und in jedem Punkt muss man mindestens sagen, dass die Bibel Widersprüche bringt. Jetzt, Kreuztod. Kreuztod. Bringen wir mal den Kreuztod. Ja. Hier steht, ob es da auch Widersprüche gibt. Die Bibel, der Koran sagt ganz eindeutig, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ. Und wegen ihrem Wort, wir haben den Jesus, den Sohn der Maria, den Messias getötet. Rasulullah, den Gesandten Allahs. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ. Doch sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt. Es erschien ihnen nur so. Es erschien ihnen nur so. Und da gibt es verschiedene Geschichten, was passiert sein könnte. Ja? Aber für uns ist wichtig, er wurde nicht gekreuzigt. وَإِنَّ الَّذِينَ. Und diejenigen, die darüber eine Meinungsverschiedenheit haben, haben wirklich Zweifel darüber. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Und sie haben ihn nicht getötet. بَلَ رَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Sondern Allah hat ihn zu ihm auferhoben in den Himmel. Allah hat ihn zu ihm hochgeholt. Und subhanallah, wir haben heute ein Evangelium, was natürlich nicht in die Bibel aufgenommen wurde, von Barnabas, das genau das bestätigt. Eine Geschichte erzählt, die ist nicht von Muslimen. Erzählt, dass der Judas, der ihn verraten hat, dass er das Bild von, aber wir wissen nicht, ob die Geschichte authentisch ist, sondern ich erzähle die Geschichte nur, dass es andere Meinungen darüber gibt. Dass dieser Judas, ja, dass er das Bild bekommen hat von Jesus, dass er gekreuzigt wurde. Jetzt. Wie ist Judas denn gestorben? Genau zu diesem Judas. Und dann sagt das Barnabas Evangelium, dass Jesus aufgezogen wurde in den Himmel, zu Gott. Jetzt gucken wir mal, wir sagen nicht, dass das Barnabas Evangelium das originale Evangelium ist, wollte ich nur kurz gesagt haben. Jetzt schauen wir mal kurz, was mit Judas passiert. Wo das Barnabas Evangelium diese Geschichte erzählt, die von der wörtlichen Bedeutung her dem Koran entsprechen würde. Was steht dort? Dort steht, dass Judas an einer Stelle, Matthäus 27, steht, Judas hat sich erhangen. Und an der anderen Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 18, steht, er ist hingefallen und seine Eingeweide fielen hinaus. Es sind zwei verschiedene Geschichten für genau diese Person, wo das Barnabas Evangelium sagt, das ist derjenige, der gekreuzigt wurde. Wie ist er denn jetzt gestorben? Ja, der hat sich aufgegangen, dann ist er runtergefallen. Nee. Es steht in Matthäus 27, Vers 4, steht, er wollte das Geld, was er für den Verrat bekommen hat, in den Tempel zurückbringen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, und dann hat er das Geld weggenommen, weggeschmissen, ja. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er hat dieses Geld, hat sich ein Acker davon gekauft. Heißt, klarer Widerspruch. Kommen wir nicht über den Hund, kommen wir über den Spätz, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn du sagst, das ist kein Widerspruch, ist das andere ein Widerspruch. Und außerdem heißt das Wort im Griechischen, ja, dass man beim Erhängen gestorben ist. Und wenn der Hass brechen würde, dann natürlich in dem Moment, wo er zappelt, und nicht, wenn er schon tot ist. So, dann. Nächstes Beispiel. Dann überhaupt die Logik dahinter. Wir haben schon gesagt, wenn wir sagen, Jesus übernimmt die Sünde, die Strafe für die Menschen, dann würde der Kreuztod nicht reichen, sondern müsste für Ewigkeit in die Hölle gehen.
Dann nächster Punkt, und jetzt müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, die Botschaft von Jesus soll ja gewesen sein, um zu kommen und für die Menschen als Opfer zu sterben. Ja? Das heißt, derjenige, der stirbt, der muss ja damit einverstanden sein, dass er stirbt, oder? Oder nicht? So, jetzt sehen wir Matthäus 26, Vers 39. Er betet und es steht, er hatte Angst gehabt und Schweiß kam von seiner Stirn und sagte, oh Gott, lass mich nicht sterben, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wofür? Der wollte doch sterben. Der wollte doch sterben. Jetzt ist es so, wie Gott hat die Mörder vor sich versammelt, wie ich eben schon erzählt habe, ja? Mörder, ich liebe euch. Mein Sohn muss für euch sterben. Da kommt der Sohn und sagt, nein, Gott, Vater, bitte nicht. Ich will nicht für sie sterben. Aber kein Problem. Es ist schon von den Leuten, die diese Bibel zusammengefügt wurden, ist schon eine Erklärung dafür gekommen. Nämlich das vierte Evangelium. Vierte Evangelium, ganz andere Geschichte. Jesus soll gefangen werden. Er sagt nicht, er stellt keine Wachen auf und betet und hat Angst, sondern er kommt raus und sagt, da bin ich. Und dann geht es weiter. Dort, wo er gefangen wurde, bei Matthäus, er hat Angst. Dann geht es weiter. Dann ist er bei Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Er sagt, ja. Und stellt ihm alle möglichen Fragen und er sagt nichts mehr. Fragst du jetzt einen christlichen Gelehrten, warum hat er nichts gesagt? Warum hat er sich nicht verteidigt? Warum hat er sich nicht rausgeredet? Wisst ihr, was sie sagen? Ja, natürlich. Er wollte doch für die Sünden der Menschen sterben. Mashallah, eben wollte er nicht sterben, jetzt will er wieder sterben. La ilaha illallah. Und jetzt geht's weiter, Matthäus 27, Vers 46. Er stirbt am Kreuz angeblich, Gott stirbt. Ja, ohne Bille. Und was sagt er? Angeblich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein gläubiger Mensch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein Prophet sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass Gott selber sagt, der gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wofür? Gott ruft selber, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, 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 verstehst du falsch. Das war jetzt die fleischliche Seite von Jesus. Fleischliche Seite. War die fleischliche Seite. Er hat gerade alle Sünden der Menschen übernommen. Man sagt, er konnte nur das Opfer sein aus zwei Gründen. Erster Grund, er hatte keine Sünde. Wir haben schon gesagt, doch, er hat mit seiner Mutter so geredet, angeblich, laut Bibel, laut Koran. Und wenn er im letzten Moment sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist er der größte Ungläubige. Dann ist er der größte Sünder. Schau dir irgendeinen Märtyrer auf der Welt an, ob das vom Christentum, Märtyrer oder vom Islam ist. Der lächelt, der lacht sich tot. Am meisten sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Muslim, der sollte in heißes Öl hineingeschmissen werden. Und dann fing er vorher an zu weinen. Dann haben sie gesagt, jetzt haben wir seinen Willen gebrochen. Und dann hat er gesagt, warum hast du geweint, so und so, der ihn umbringen wollte. Das ist vor damaligen Zeit gewesen. Hat er gesagt, ich habe geweint, nicht wegen Angst, sondern ich hätte gewünscht, 90 Mal. Ich hätte gewünscht, mit den Anzahlen von meinen Haaren so oft von dir auf diese Art getötet zu werden. Und Gott selber, der für die Menschen getötet werden soll, ja, der sowieso kommt, um dafür zu sterben, Gott stirbt, kommt auf die Welt, ja, und will dann doch nicht mehr rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, jeder Mensch, der wirklich die Wahrheit will, wird diese Sache akzeptieren. Die nächste Sache ist, warum müsste Jesus selber sterben? Warum musste Gott kommen? Wird erklärt, weil für das Opfer für alle Menschen konnte nur das perfekte Opfer gelten. Das heißt, du konntest nicht einfach eine Kuh schlachten und die Kuh gilt dann für alle Menschen. Dann sagen wir jetzt, okay, ist Gott gestorben? Dann sagt er, ja, nee, das kann man so nicht verstehen. Es ist nur die menschliche Hülle von Jesus gestorben. Aha, dann ist ja das perfekte Opfer, was getötet werden sollte, am Ende doch nicht getötet worden. Das heißt, egal wo du dich hindrehst und zurückdrehst, du kommst zu den Ergebnissen,